Moin allerseits. Dachte, ich werde eigentlich auch mal wieder was in die Kamera sagen. Wir haben jetzt den ganzen Tag bisher zwei Leute gesehen, also wir haben die ganze Strecke für uns, das ist richtig herrlich. Und wir haben glücklicherweise einen Halt in ein Torfhaus gemacht, um uns Bike zu holen, weil sonst manche Stellen gar nicht zu begehen wären, weil das hier spiegelglatt ist. Tagsüber, die letzten Tage, hat es immer so ein bisschen geschienen und dann ist es schön die Oberfläche angeschmolzen und dann ist es teilweise wirklich richtig, richtig spiegelglatt. Aber ich bin wirklich die ganze Zeit fast mit, mal sehen, mal gucken, fast die ganze Zeit mit Spikes unterwegs. Wir haben irgendwas zwischen minus 2 und minus 4 Grad. Und zum Glück bisher trocken, also es ist echt ziemlich, ziemlich ideales Wetter, um hier lang zu laufen. Der Boden ist, wenn er nicht gerade glatt gefroren ist, ist zumindest auch der Schnee gefroren, dass man darauf laufen kann. Also man sackt hier nicht tief ein, das ist so richtig angenehm zu laufen. Jetzt lasse ich euch mal wieder so ein bisschen die Natur genießen. Man merkt, dass es langsam Abend wird. Mittlerweile beißt die Kälte ganz gut. Warte, ist mir nass, aber ich bin. Ja, doch, mittlerweile ist auch gefroren, sehe ich gerade in der Kamera. Also langsam freut man sich dann, wenn man ankommt. Aber noch ein bis zwei Stündchen müssen wir noch unterwegs sein. Haben wir leider nicht ganz so viel Glück mit dem Wetter. Ich weiß nicht, ob man so sehen kann, aber es taut alles weg. Und es kommt so ein Schneematschregen runter. Ach, bin ich da drin? Ja. Schneematschregen runter. Und wir haben alles mit. Ponchos sind dabei. Die Freundin hat gute Regenausrüstung. Dann passt das. Dafür waren die letzten Tage umso schöner. Und wer weiß, wenn wir jetzt ein paar Meter höher kommen, wir steigen jetzt so ein bisschen, dann könnte es auch wieder fester werden. Dann könnte der Schneematschregen wieder zu Schnee werden und der Boden auch noch ein bisschen fester und nicht ganz flüssig sein. Dann läuft es hier noch angenehmer. Hier schmilzt alles in Wahnsinnstemperatur weg, in Wahnsinnsgeschwindigkeit weg. Feines kriege ich gar nicht auf die Kamera. Oder? Mittlerweile sind wir voll und ganz im Tauwetter angekommen.
diese Fitness hätte ich gerne. Egal welche Steigerung, zack. Ich glaube, sie könnte sogar hochrennen. Ich würde ja gerne sagen, ich habe sie eingeholt, aber sie hat lieberweise auf mich gewartet. Mittlerweile liegt auch ganz gut Neuschnee. Sie haben uns richtig schön eine Winterdosis geholt. Echt herrlich. Da sind über Nacht noch mal so gut 10-15 cm Neuschnee gekommen. Das ist richtig schön weiß alles wieder. Und für morgen haben sie eine Unwetterwarnung, starke Orkanwarnung gegeben. Es ist heute schon deutlich windiger, aber ja, ist lange nicht schlimm. Da heute auch unser letzter Tag ist, müssen wir uns wegen dem Orkan, denke ich, keine Gedanken machen. Heute ist noch mal ein ganzes Eckchen vor uns, irgendwas so um die 20 Kilometer. Da wiederum machen die, da macht der Neuschnee natürlich das Laufen etwas schwerer. Aber das wird schon. Langsam ärgern wir uns ein bisschen darüber, dass wir unsere Schneeschuhe daheim gelassen haben. Aber als uns erkundigt haben, hieß es, boah, so 5, vielleicht mal 10 cm Schnee. Wir sind jetzt so im Schnitt zwischen 20, 30, teilweise 40. Da wären Schneeschuhe schon ganz cool gewesen. Zumal haben wir unsere fast bisherigen ganzen Wanderungen nur eine Handvoll Leute gesehen. Laufen die Wege zuerst. Was natürlich richtig, richtig schön ist. Auch manchmal bei der Schneedecke ist es ein bisschen schwieriger, macht den Weg zu finden. Aber unglaublich, unglaublich schön. Definitiv die bisher schönste Wintertour.
posieren gerade in der Schutzhütte. Wir haben für die letzten 2 Kilometer gut 1,5 Stunden gebraucht. Bin ich mal gespannt. Wir haben heute insgesamt ca. 20 vor. Aber mal gucken, wie der Schnee noch weitergeht. Es kommt ständig nach, dass man irgendwas sehen kann. Wir sind mittlerweile einige Höhenmeter weiter unten. Hier läuft es sich viel, 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 viel angenehmer. Der Schnee ist auch nicht mal ganz so hoch. So 15-20 Zentimeter max. Aber keine 40 plus Zentimeter mehr wie zwischenzeitlich. Und echt schön. Langsam echt windiger.